Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück hier bei Geralt, der in eine Falle getappt ist, die zugegebenermaßen ziemlich offensichtlich war. Aber ich würde sagen, wenn wir hier rauskommen, dann erzählen wir die Geschichte, dass wir uns absichtlich haben gefangen lassen, um diese Drogendealer-Bande hier auszuheben, um das Labor überhaupt erstmal zu finden. Das könnte man so argumentieren. Das Problem ist, wir haben jetzt keine Waffe und müssen irgendwie jetzt gegen diese vielen Gegner, die da draußen warten, die Wächter bestehen. Aber ich sehe, schaut mal da durchs Gitter, da sieht man, dass da ist ein Schwert. Das ist da irgendwie angelehnt. Das ist also erreichbar. Insofern mache ich jetzt Folgendes, habe ich mir überlegt. Wir werden hier mal auf Quen, wir gehen einmal auf Quen, um uns einmal zu schützen. Dann gehen wir auf Art, um das Ganze jetzt hier aufzumachen. Oh Scheiße. Und dann holen wir uns. Ja, okay, wir haben das Schwert. Okay, perfekt. Oh mein Gott, das sind viele. So, okay, wie machen wir das jetzt? Okay. Quen schützt uns ein bisschen. Können wir schon einen erledigen? Wir versuchen unser Bestes. Jawohl. Okay, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt hier. Warte mal, wir gehen jetzt auf Irden. Machen das einmal. Der wird dort aufgehalten. Die halten ja viel aus, verdammt. Aber wir halten auch einiges aus. Das nächste Mal unsere Falle. Na, kommt rein hier. Okay, der erste oder der nächste ist tot, besser gesagt. Die nächste Falle läuft wieder. Der hat uns einmal gut erwischt. Was vertragen die denn? Das ist ja Wahnsinn. Nächste Falle. Ha, der andere kommt nicht durch. Für uns die perfekte Gelegenheit, um den zu killen. Jawohl. Und jetzt haben wir nur noch einen? Ja, ist doch wunderbar. Ja, hervorragend. So, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. Ja, dann werden wir uns jetzt mal hier in Ruhe umschauen. Und hier ein bisschen plündern und gucken, was hier bei denen los ist. Kurz Orientierung. Wir waren da eingesperrt, ne? Okay, alles klar. Dann schauen wir jetzt erstmal hier rein. Aha, das ist doch unsere gesamte Ausrüstung, die wir jetzt hier gerade wiedergefunden haben. Das heißt, wir müssen sie aber auch wieder anlegen, nicht wahr? Ja, unser Runensiegel, genau, das werden wir anlegen und das Silberschwert und der Rest, der müsste eigentlich so stimmen. So, die Falle wird wieder eingeloggt, hervorragend, die Bombe nutzen wir nicht. Den Rest haben wir einfach nur mitgeschleppt, 153 und 250, so, alles klar. Wir hätten vielleicht auch direkt die Ausrüstung nehmen können, weiß ich nicht, war vielleicht so die bessere Lösung. So. Was haben wir denn hier? Da ist ein bisschen was drin. Ein bisschen Leder. Wir wissen ja jetzt, wo wir es lagern können, im Wirtshaus. Das heißt, wir können jetzt ruhig ordentlich was mitnehmen. Da unten. Das sieht ja interessant aus. Werde ich aber jetzt mal noch nicht runterspringen. Tja, wo geht das da weiter? Weiß ich nicht. Ich suche erstmal hier alles ab. Hier ist nichts drin. Hier ist was drin. Bisschen Öl, viel Zeug. Steck doch mal bitte das Schwert weg. Ah, falsch. Na! So, jetzt. Da kann man vielleicht... Weiß ich nicht, kann man da rausfahren mit dem Boot? Bin nicht ganz sicher. Kann man da runter? Tatsächlich, nach Flotsam. Ist ja interessant. Hier kommen wir also weg. Haben wir das schon mal rausbekommen. Aber wir haben das hier noch nicht zu Ende durchsucht. Denn hier der Schreibtisch, der ist natürlich besonders interessant für uns. Rezept Waldkauz. Das ist gut. Das kennen wir doch. Wir gucken mal, ob Waldkauz genauso funktioniert, wie wir das kennen. Bei den Rezepten. Erhöhte Regeneration. Energieregeneration, ja. Hat auch keine Nachteile. Hervorragend. Okay, Waldkauz wird dann sicher gerne genommen. So, hier sieht es so aus, als wäre hier ein Schreiben, das man lesen kann. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Schade.
Ich dachte, wir könnten hier ein bisschen was aufklären. Vor allem, was wir jetzt noch gar nicht gefunden haben, sind die Drogen. Wenn das hier ein Labor ist, das sieht jetzt noch nicht so richtig labormäßig aus. Ja, das scheint es jetzt hier erstmal gewesen zu sein. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Ja, okay, dann ist dieser eine Gang noch ein bisschen geheimnisvoll. Den lohnt es sich weiter zu erkunden. Wow, beeindruckend. Kann man da runterfallen? Ich speichere mal lieber. Und wo kommen wir da raus? Oh! Okay, mitten im Wald, in unbekanntem Gebiet, hier liegt eine Leiche. Die wir aber nicht identifizieren können. Ich habe jetzt noch kein riesiges Interesse, jetzt hier die Wildnis zu erkunden. Wo sind, ach, wir sind gar nicht so weit entfernt, ehrlich gesagt, von der Zivilisation, wenn ich das richtig deute. Ja, aber die Bootstour würde mir eigentlich auch gefallen. Wir gehen mal wieder runter. Und irgendwie finde ich das merkwürdig, dass wir jetzt wirklich gar nicht jetzt richtig gefunden haben von den Drogen. Was sagt denn eigentlich die Questbeschreibung zu diesem Thema? Ist die Sache erledigt? Die Sache scheint erledigt zu sein. Aber es muss noch irgendwie ein Nachspiel haben. Kann man es mir nicht vorstellen. So. Kann man hier runterspringen? Ist hier noch was? Ich habe gespeichert. Ne? Ich speichere nochmal. Wir sind übrigens am Abend. Das ist, macht mich ein bisschen nervös, weil wir jetzt eigentlich dringend ein Treffen haben. Wir müssen eigentlich dringend zurück. So, ich werde mal versuchen, das Boot hier zu benutzen. Vorhin ging das noch. Jetzt scheint es nicht mehr zu gehen. Beziehungsweise nur, wenn wir hier runterklettern. Hä? Da stand doch vorhin eindeutig nach Flotsam. Habe ich doch gelesen. Jetzt steht das da nicht mehr. Oder habe ich mich verlesen? Springen kann ich nicht. Okay, das ist komisch. Das ist sehr komisch. Vielleicht habe ich dadurch, dass ich quasi hier einmal den Ausgang da oben entdeckt habe, meine Chance verwirkt, das Boot zu nutzen. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Dann, oder man kann es in der Abenddämmerung nicht verwenden. Auch eine Möglichkeit. Dann müssen wir jetzt zu Fuß zurück. Wer weiß, auf was wir hier treffen werden. Boah, wir sind doch hier mitten im düstersten Wald. Wald bei Flotsam, ja. Okay, rechts rum müssen wir und da kommen wir dann richtig in die richtige Richtung. Ja, tatsächlich, alles klar. Das war der Ort, wo wir eigentlich Cedric treffen sollten, wenn ich mich recht entsinne. Aber wisst ihr was, ich lasse jetzt mal alles hier rechts und links liegen. Ich gehe jetzt schnurstracks zu unserem Treffen, denn das ist das Nächste, was wir eigentlich erledigen wollen. Ich habe Angst, dass die Zeit so ein bisschen verstreicht und wir dann ein bisschen Ärger bekommen. Das werden wir das nächste Mal erkunden. Ich will mal gucken, dass ich hier nicht falsch laufe. Ich werde mal die Quest aktivieren, dann wissen wir nicht genau, wo hier der Kommandeur zu finden ist. Also, ich hoffe, Triss ist nicht sauer, weil die ist ja eigentlich schon vorgegangen. Aber wir müssen die Sache jetzt hier erstmal klären. So, da sind wir wieder. Ich hatte irgendwie gemutmaßt, dass das das Haus des Kommandanten ist. Alleine Sache lässt mir keine Ruhe. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Hey, Hexer! Bist du Geralt von Riva, Herr? Wer will das wissen? Ich danke dir für das, was du vor der Burg der Lavalettes getan hast. Du hast meine Familie gerettet. Oh. Bitte nimm diese kleine Gabe an. Ich danke euch. Mögen die Götter dich behüten. Das ist aber liebenswürdig. Schwere Lederjacke. Wehe dem Besiegten. Ah, okay, alles klar. Tatsächlich. Dazu gehört das ja noch. Das ist aber sehr schön. Ist das jetzt ein Rezept gewesen? Ja, ein Handwerksschema, das wir erhalten haben. Rüstung plus 6. Und Einäscherungsresistenz plus 9. Was uns fehlt, ist gehärtetes Leder. Sonst könnten wir das herstellen.
Okay, jetzt frage ich mich, können wir dann... Ist das denn besser? Jacke der blauen Streifen? Ja, es ist besser, definitiv. Plus 3. Ja gut, die bringt noch Vitalität, aber nur 5. Resistenz ist etwas besser. Aber nee, wir werden das machen. So, jetzt ist die Frage, gehärtetes Leder. Können wir das irgendwie produzieren? Halt, warte mal, ich muss mal direkt zu den Schematas gehen. Katze. Sehe ich nicht. Vielleicht können wir es kaufen. Hm. Okay, alles klar. So, jetzt aber weiter hier. Können wir nicht durch, oder was? Das ist ein Hauptmann. Keine Ahnung, ob der wichtig ist. Ich? Geld oder Leben? Und er? Er sagt, ich hab hier was für dich. Und ich sehe, wie er sein Messer greifen will. Hier müssen wir rein. Hier waren wir noch gar nicht. Und? Er starb mit einem Pfeil im Rücken. Geld hatte er nicht. Nur die Arme. Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Ja, es ist doch Abend, oder was? Okay, also dann habe ich diese Uhrzeit falsch interpretiert. Dann soll das so Dämmerung sein. Was ist das eigentlich für eine Kiste hier? Offenbar noch nicht Abend. Können wir trotzdem reingehen? Nee, es ist verschlossen. Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Na gut. Dann... Loredos Laufbursche ist ganz schön dreist, was? Hält sich für einen König, der mit Battlepack Geschäfte macht. Wenigstens sind wir uns einig. Naja, fürs Erste. Unser Tag wird schon noch kommen. Was sind das für Typen? Irgendwelche zwielichtigen Halunken? Und wen meinen die mit Laufburschen? Ich hoffe nicht uns. Vielleicht einen der Diener oder so haben wir bestimmt schon kennengelernt. Okay, also wenn das so ist, dann werden wir dann doch noch die Zeit nutzen, um mit Cedric zu sprechen. Das hätte ich natürlich Teufel, jetzt mal, ich einen Durst. Das hätte ich natürlich ich jetzt mal erst wissen sollen. Also nochmal wieder raus. Das scheint hier so eine Art Vorort zu sein, wo Cedric sich befindet. Und Triss ist schon da oben, ne? Sehe ich das richtig? Das heißt, wir müssen irgendwie da hochkommen und hochklettern. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Wir müssen dahinter die Barrikade kommen. Ach so, hier einfach. Okay, Bindegarn. Das gucken wir uns mal an. Das scheint jetzt hier der Ort zu sein. Bindegarn. Die kleine Siedlung vor den Toren der Faktorei ist angeblich von Kolonisten aus Edirn gegründet worden. Vielleicht stimmt das, es ist jedoch ohne praktische Bedeutung. Bindegarn mag im Vergleich zur Handelsniederlassung Flotsam das letzte Nest sein. Trotzdem sind beide voneinander abhängig, denn in der Siedlung lebt die Mehrzahl derer, die Fischfang, Bootsbau, Teer, Schwelerei und Jagd betreiben. Sie bieten die Waren und Dienstleistungen an, ohne die keine Gemeinschaft im Grenzland auskommt. Eine große Zahl von Bindegarnern sind Anderlinge, sowohl Elfen als auch Zwerge. Hier sind die Spannungen zwischen ihnen und den Menschen geringer als in der Faktorei. Die tägliche harte Arbeit eint die Leute. Naja, ob das wirklich so romantisch funktioniert? Wir werden sehen. Da oben scheint auch ein Handwerker zu sein. Okay, also Triss ist schon hier. Es ist bald ein Jahr her. Muril wäre glücklich an einem Tag wie diesem, Seherim. Genieße deine Erinnerungen an sie, statt in Trauer zu versinken. Ich bemühe mich. Doch ihr Verschwinden lässt mir keine Ruhe. Lass andere, Seide, deine Erinnerungen nicht vergiften. Hass ist nur ein Schutz vor Hilflosigkeit. Danke, Cedric. Waffel. Waffel. Okay. Der scheint ja hier ein sehr weiser Mann zu sein. Bist du Cedric? Wer will denn das wissen? Geralt von Riva. Ah, der Hexer. Und? Triss Merigold. Du duftest so gut, Triss. Cedric, sieh mich an. Was willst du, Geralt von Riva? Hier ist ja sehr, sehr viel möglich. Okay, dann haben wir ja einiges, was wir besprechen können. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Wichtigsten an. Ich will den Kairan töten und hörte, du könntest mir helfen. Kommt drauf an, welche Hilfe du erwartest.
Informationen. Man hätte ihn schon vor Jahren töten sollen. Jetzt? Ich weiß nicht. Er ist gigantisch, passt kaum ins Flussbett, hat seltsamen Bewuchs auf den Tentakeln und eine extrem dicke Haut. Früher hat er in den Sümpfen gelebt, in einem der Pontar-Zuflüsse. Da ist völlige Wildnis. Nicht einmal die Skoyatell streifen dort umher. Er hat neulich ein Schiff zerstört. Seht euch das Wrack an. Sucht nach den Spuren. Wo denn? Geh nach Süden, tief in den Wald hinein. Dann nach Osten und zurück zum Fluss. Du findest eine zerfallene Brücke der Enseide und darunter das Wrack. Danke, Cedric. Na gut, das ist doch schon mal... Ich warte beim Wrack auf dich. Übertreibst du nicht etwas mit diesen Teleportationen? Okay, Triss haut ab. Aber ich will mich weiter mit Cedric unterhalten. Warum verschwindet der jetzt plötzlich? Oh, wisst ihr was? Es ist jetzt Abend, glaube ich. Ah, verdammt. Wir hätten Triss beobachten sollen, wie sie teleportiert. Das wäre noch interessant gewesen. Vielleicht geht er jetzt ins Bett. Ich sehe da oben, das Symbol ist nämlich jetzt ein anderes. Insofern, ich glaube, wir verschieben die Unterhaltung mit Cedric nochmal. Der hatte noch viele interessante andere Themen. Wir gehen jetzt zurück hier. Und werden jetzt unsere Verabredung treffen. Ich hätte gedacht, dass Trista vielleicht auch mitkommt, aber dem ist wohl nicht so. So, jetzt wissen wir am Ende schon, wo wir lang müssen. Abends ist es hier richtig angenehm. Ruhig. Ach, schaut mal, da oben. Diesen Wehrturm, den habe ich überhaupt gar nicht beachtet das letzte Mal. Da bin ich irgendwie komplett dran vorbeigelaufen. Ich, Geld oder Leben. Und er? Er sagt, ich hab hier was für dich. So, jetzt aber, ne? Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Rosch, komm schon. Teufelskerl. Mit der Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvet gar nicht zu reden. Bisher ist es... Die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Mhm. Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern. Man kann sie 2x pro Minute abfeuern, aber nicht 2x dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes, habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Roche. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. Okay. So habe ich dich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Kennt ihr das? Ein kleiner Elf zog in die Villen. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gestellt. Du Scheißer, sprach der Elf so dann. Jetzt krieg ich deine Mutter dran. Juchai, das wird ein Spaß. Habt ihr genug gesungen? Jetzt wird's Zeit für ein anderes Vergnügen. Na, wollen wir jetzt aber sehen hier. Aber der fällt gleich ins Feuer. Okay, wir gucken uns erstmal um, bevor wir hier irgendwas tun. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Was willst denn du, Scheusal? Ah, schaut mal, wir können die Wache deiner Balliste vielleicht ablenken auf diese Art und Weise. Ich würde gern einen Kameraden überraschen. Dieses Häuflein Elend an der Balliste da. Letztens wollte doch so ein Holzkopf, dass ich im Verse zitiere. Ich mag solche Extravaginanzen nicht. Ich dachte an was Traditionelleres. Und das wäre? Deine Spezialität. In Ordnung. Ich habe einen festen Honorarsatz. Aber nicht bei der Balliste. Wenn du mir so blöd kommst, zahlst du auch mehr. Wie? Extra Wünsche, extra Mücken. So läuft's. Meinetwegen. Na los. Zahlen wir. Pff, was? Okay, keine Ahnung, was ihr Preis ist. Ich gebe mal hier die Hälfte. Ich hoffe, wir können... Ich gebe mal exakt die Hälfte. Mal gucken, was passiert. Dafür packe ich nicht mal die Möpse aus. Ja, dann sag doch was. Ah, okay, aber es geht runter. Na gut. Dann zahlen wir
53. Schön. Werde ich mal sehen, was ich für den Guten tun kann. Siehst du wohl. Kennt ihr das? Ein kleiner Elf zog in die Villen. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gesteckt. Du Scheißer, sprach der Elf so dann. Jetzt krieg ich deine Mutter dran. Juchai, das wird ein Spaß. Na, Trauerfluss. Soll jetzt ich dich ein bisschen aufmuntern? Bin im Dienst. Tja, deine Kameraden amüsieren sich prächtig. Soll's dir schlechter gehen? Nee. Gehen wir. Nee. Sehr schön. Wo gehen sie jetzt hin? Ah, da rein. Oder gehen sie in den Busch? Oh, wow. Sie kniet sich da echt hin. Oh, ich weiß es nicht. Es sieht ein bisschen aus, als ob sie betet, ne? Wir gucken uns das nicht näher an. So, irgendwas haben wir jetzt getan. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Den Titten kannst du ganz Temerien erobern. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gesteckt. Du Scheißer, sprach der Elf so dann. Jetzt krieg ich deine Mutter dran. Juchai, das wird ein Spaß. Habt ihr genug gesungen? Jetzt wird's Zeit für ein anderes Vergnügen. Gut, die Sache ist auf jeden Fall erledigt. Was finden wir hier noch? Schöllkraut. Okay. So, dann weiter mit der eigentlichen Sache. Schnüffeln hier rum wie Hunde im Abfall. Ach, die Scheißhörnchen. Mit denen werde ich ordentlich aufräumen. Karl-Hans, tu's doch und reiß hier nicht das Maul auf. Wir machen viel zu viel Aufhebens mit denen. Unserer Garnison gehen schon die Soldaten aus. Eben, wen schert's, welcher Elf an Skoyatell ist? Schlachten wir doch einfach alle, dann ist Ruhe. Du machst doch nur ihre Gören und Weiber nieder. Und? Aus den Belgern werden Eichhörnchen. Und die Weiber werfen immer neue. Hört mit diesem Dreck auf, sonst gehe ich. Okay, wenigstens eine mit Verstand. So, dann lass mal los, ne? Hier residiert er, der Kommandant. Loredo ist mit dieser Hexe Sheila zugange. Komm später wieder. Was? Geralt, komm runter, wir müssen reden. Okay. Mit der macht er hier rum? Das ist ja wirklich merkwürdig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja? Warten wir, bis die gnädige Frau mit dem gnädigen Armleuchter fertig ist? Wäre doch schade um die Zeit. Offenbar haben sich sämtliche Wachen Flotsams hier versammelt. Gucken wir uns lieber um so lange. Ist dir der Schütze hinterm Haus aufgefallen? Mhm. Ich lenke ihn ab. Versuch du es zur Rückseite der Residenz zu schaffen. Wollen doch mal sehen, was die so bewachen. Verzeiht ihr Herren, zufällig habe ich euer Gespräch mitbekommen. Was? Worum geht's? Eigentlich habe ich ein Anliegen an den Hexer. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Lenkt der uns jetzt ab von der vom eigentlichen Plan? Na komm, wir haben ja ein bisschen Zeit, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte auch eine Ablenkung sein, dass wir nicht hinter das Haus gehen. Na, das ist jetzt schwierig. Ach komm, ich will's, aber ich bin neugierig. Ein Vorschlag? Erzähl. Vermutlich bist du nicht zu deinem Vergnügen hier. Da vermutest du richtig. Hast du schon vom Ungeheuer im Fluss gehört? Ja. Verdammt, das ist jetzt eine Ablenkung, glaube ich. Verdammt, wir hätten Nein sagen sollen. Mir ist da was zu Ohren gekommen. Früher oder später wirst du gewiss den Auftrag bekommen, es zu töten. Man darf weiterhin annehmen, dass... Genug Annahmen und Mutmaßungen. Spuck aus, worum es dir geht. Unser braver Hausherr besitzt einen Teil der Falle, die man speziell für diese Bestie vorbereitet hat. Bin ganz Ohr. Hinterm Haus hortet Loredo allerlei Schätze, die er Kaufleuten und Reisenden abgeknüpft hat. Leider ist es sehr viel Kram. Sicher weißt du, wo genau ich suchen muss. Ja. Die Soldaten des Kommandanten haben die Kiste mit dem Gerät in den Garten geschleppt und auf einer Plattform direkt an der Mauer zum Handwerkerviertel abgestellt. Warum erzählst du mir das? Weil wir das Untier loswerden müssen, so schnell es geht. Viel Erfolg. Gut, ich kümmere mich um die Wache. Du schleichst dich vorbei. Mhm. Okay, ja, hervorragend. Dann war es ja doch gut und sinnvoll. Soldat, zu mir! Dass wir das jetzt gemacht haben.
Was gibt's? Schnauze, ich bringe dir schon noch Respekt vor Höheren. Problem ist, dass dann noch eine Wache ist. Es sei denn, du strebst einen Lebensabend auf der Galeere an. Oh nein, Herr. Dieben hackt man hier die Hand ab. Shit. Die Latrine ist aber wirklich gut versteckt. Dein Glück, dass der Kommandant dich sprechen will. Gehen wir. Nein! Man hat den Hexer im Garten gefasst, Kommandant. Her mit ihm und lass uns allein. Zu Befehl. Wir haben gerade ein gewisses Problem erörtert. Du kommst auch in Geschäften? Der Kommandant will mich sprechen. Dann lasse ich euch allein. Auf Wiedersehen. Na endlich! Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war. Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberinnen meinen, sie könnten sich alles leisten. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Ja, okay. Gibt's einen Grund, warum wir nicht die Wahrheit sagen sollten? Eigentlich nicht. Aber mich ärgert das jetzt eben mit dieser Ablenkung. Ja, das war wirklich eine halbe Sekunde, dann hätte ich ihn K.O. geschlagen. Er hat sich vorher umgedreht. Ich hätte erstmal beobachten sollen, wie sein Rhythmus ist. Ich dachte nur, dass wir nicht so ein großes Zeitfenster haben. Ah, das ist ärgerlich. So, wir sagen ihm die Wahrheit. Ich suche den, der schuld ist an Foltests Tod. Was? Hier? Die Skoyatel hatten ihre Finger im Spiel und ihre Spur führt nach Flotsam. Ein Glück, dass du auf Bernard Loredo gestoßen bist. Wenn Jorvet wirklich das Blut des Königs an den Händen hat, helfe ich dir, ihn zu erwischen. Ja, Jorvet ist nicht unser Hauptziel, ne? Was ist mit Vernon Roche? Warum hast du ihn nicht vorgelassen? Roche? Weißt du nichts von seinem zweifelhaften Ruhm? Erst handeln, dann denken. Und wenn er handelt, fließt üblicherweise das Blut von Unschuldigen. Du bist doch hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotsam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Euer Zwist ist nicht der meine. Du hast aber in der Nähe von Flotsam Elfen getötet. Sie hatten uns angegriffen. Hexer, du begreifst nicht. Nein, du begreifst nicht, Loredo. Ich bin selbst kein Mensch. Na was dann? Ein Elf? Zwerg? Nein. Hör schon auf mit dem Blödsinn. Meinen Arsch juckt's nicht, wenn sie dich wechselbald schimpfen. Weißes Haar hin, glühende Augen her, du bist ein Mensch wie alle anderen. Hier herrscht Krieg. Da kann man nicht am Zaum rumlümmeln. Und die Anderlinge der Faktorei? Schmiede, Händler, Jäger? Sie jagen, essen und schlafen unter den Menschen. Auf welcher Seite stehen Sie? Ich weiß es nicht. Da liegt ja der Hund begraben. Wer ums Fortbestehen kämpft, muss sich seine Verbündeten sicher sein. Die Anderlinge in Flotsam. Sicher, sie essen, ficken und scheißen mitten unter uns. Aber was, wenn Jorvet sie zum letzten Kampf aufruft? Ich sehe so einiges. Es ist erstaunlich, dass sie euch noch nicht verraten haben. Wie? Die Wachen behandeln sie wie Unrat. Ich kann mir nicht erklären, was sie hier noch hält. Ganz einfach, Geralt. Das tut der Hunger, den sie im Wald hätten. Aber diese Akte der Insubordination müssen wirklich sanktioniert werden. Der Soldat ist ein einfacher Mann. Sieht er seinen Kameraden an einem Schuss der Skoyatel krepieren, fällt es ihm schwer, den Elfen freundlich anzuschauen, der seiner Frau bunte Tücher verkauft. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute vor Ungeheuern. Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Du hasst die Anderlinge. Ich hasse Jorvet. Feiglinge hasse ich, die Wehrlose niedermachen, statt sich Soldaten zu stellen. Diesen Hund, der da bellt, er kämpfe für die Freiheit, während er Frauen und Kinder metzelt. Er ist ein Ungeheuer, Geralt. Eine böse Macht, vor der ich die Leute beschützen muss. Wer so einem Ungeheuer hilft, der ist selbst eins. Schon gut, ich habe verstanden. Du sollst ihn nicht töten.
Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Ich hätte da eine Idee. Aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Was hat es mit der Barke auf sich? Sie soll Banditen, Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis von Drakenborg bringen, sobald... Sobald sie um ihren berüchtigten Anführer ergänzt sind. Mit der Kirsche auf der Torte, der großartigsten Trophäe des Bernard Loredo. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Mit einem Jorvid in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätz mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorvid. Soltan soll mir helfen. Er darf doch die Stadt nicht verlassen. Vertrauen, Geralt. Muss man schrittweise aufbauen. Wir haben da ein Problem, bei dem du uns helfen könntest. Eine Bestie, der Kairan genannt, blockiert unseren Hafen. Die Stadt erleidet Verluste. Töte das Monster und die Verbrechen deiner Freunde sind vergessen. Dann kann dich Soltan zu Jorvid führen. Ja, das wollen wir eh machen. Ich würde ja gerne seine Falle da haben, die wir jetzt nicht bekommen haben auf dem Schleichweg. Das ist... Ich ärgere mich immer noch. Wir sind mal vorsichtig, stimmen wir zu. Oder? Nee, komm. Wir machen das, wir sagen gleich ja, weil wir wollen es ja eh machen, dann können wir auch gleich ja sagen. Mal sehen, was ich herausfinde. Mögest du Flotsam den Frieden bringen, auch wenn du Stürme entfesselst, wo immer du erscheinst. Lass das Städtchen nicht im Stich, Geralt. Leb wohl! Okay. Gut. Ich würde mich ja gern hier noch ein bisschen umschauen. Denn diese Residenz sieht interessant aus, Leute. Okay, aber erstmal verabschiede ich mich. Sehr spannende Entwicklung. Sehr, finde ich, sehr gut geschriebene Dialoge, wenn ich das mal sagen darf. Das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Interessant. Wir sind auf ihn angewiesen, aber eigentlich wissen wir, dass er ein Widerling ist. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und mal gucken, ob wir die nicht bekommene Falle auch irgendwie kompensieren können. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwald.